Ja, alle Freunde, die programmieren wollte, euch heute mal kurz ja, das kleine Studio hier erforscht, das ich hier so zusammengezimmert habe, sage ich mal. Ihr seht schon hier an dem kleinen Hintergrundbild, also ich habe hier so die alte Leiter hier aufgestellt, weil ich wohne eben im Hinterhof, ja, und da braucht man eben eine große Leiter, wenn man mal an der Decke irgendwie was streichen will oder was auch immer, ja. Da braucht es so eine große Leiter und darauf habe ich die zwei Kollegen hier gestellt. Die habe ich nämlich neulich beim Drüller gekauft. Wer kennt sie nicht? Ja, beide für 10 Euro. Was für eine coole Sache hier. Ja, das ist der erste. Ja. Und dachte, das ist ideal hier. Die beiden hier stehen hier also immer. Und dieser Kollege hier. Und mal hier. Ja. Der steht hier auch immer, ja. Und das ist die Figur und wird mich bei allen Videos, Programmiervideos begleiten, die beiden, ja. Müssen aufpassen, dass mir die hier die Leiter nicht zusammenbricht, ja. Und dann habe ich hier noch am Alex so eine kleine Quietschehände gekauft, ja, für 3,45 € glaube ich, ja, und dachte, die passt auch perfekt und die wird hier ebenfalls, kommt hier auf die Leiter, ja, steht hier oben drauf und dann habe ich mich hier noch ein bisschen kreativ, ja, versucht, ja, und hab dort tatsächlich noch eine alte Diskette hier gefunden. Was glaubt man, das gibt's die noch, ja. Und die habe ich hier so draufgeklebt, ja, ich hing das Ganze hier mal in die Kamera, ja, und habe auch versucht, ein paar Smileys zu malen, ja. Bin jetzt nicht so ganz kreativ geworden damit, aber ich bin sicher, ihr könnt es besser, ja. Aber ich dachte mal, die Diskette, die muss unbedingt hier drauf, ja. So, also das sind so die Sachen, die hier im Hintergrund hier sind, ja. In dem kleinen Studio hier, ja, das ich mir jetzt hier so gezimmert habe, sage ich mal, ja, mit der Leiter und den Figuren. Und die werden mich in nächster Zeit bei den ganzen Videos hier, die ich machen werde, zum Thema Programmierung, ja, begleiten, sage ich jetzt mal. Jetzt wollte ich euch heute mal kurz noch vorstellen, und zwar, ja, wie funktioniert das hier mit dem kleinen Studio? Und zwar, also das hier könnt ihr praktisch, ich habe einfach die Webcam hier an und zusätzlich habe ich praktisch extern so ein kleines Mikro hier. Ne? Ich halte es auch gerade mal so in die Kamera, ja. Ich will ja jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Mikros, ja, aber wer es wissen will, kann mich gerne anschreiben, ja. Es ist also echt sehr, sehr cool, das Video, das Mikro und das ist halt wichtig. Man steckt es einfach an, also per USB und kann dann praktisch seine Videos hier aufnehmen, so wie ich das jetzt letztendlich auch mache, ja. Das ist halt wichtig, wenn man so kleine Tutorials macht, dass man sich, ja, dass die anderen einen gut versteht und also nur Aufnahme zu machen, nur übers Laptop ist keine gute Idee, weil da werdet ihr einfach schlecht verstanden, ja. Ich kann auch nachher mal ein Video posten, wie man hier so ein kleines Erklärvideo machen kann. Ihr könnt es in PowerPoint oder indem ihr ja, mit so Screencast-Programme heißen die, ja. Da screent man praktisch so den Bildschirm und kann dann praktisch alles aufnehmen, was ihr machen wollt, ja. Also so wie ich das jetzt praktisch, wenn ich irgendwas erkläre, ja. Da läuft dann praktisch so ein Screencast-Programm. Mit PowerPoint kann man es auch cool machen, ja. Kann ich euch nachher mal einen Link runterposten, wie man sowas macht mit PowerPoint. Ja, man zieht hier so ein Ding und kann das Ganze hier dann aufnehmen. Ja. Auch ideal, wenn ihr irgendjemand was erklären wollt, ja, und es ist irgendwie komplizierte Mathe oder so, könnt ihr euch kurzes Video machen, ja, für den anderen. Der andere klickt drauf und kann sich das dann anschauen. Ja. Ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ist ja jetzt letztendlich, ja, die Alarmglocke hat hier geläutet bei School of Programmieren. Das heißt, die erste Smiling Coding Session läuft seit gestern, ja. Ihr habt ja also noch die Möglichkeit, ja, hier auf der Startseite von School of Programmieren euch sofort hier einzuklicken in die Pizzaübung, ja.
Wer gerne Pizza isst, der sollte hier auf jeden Fall mal mitmachen bei dem Coding. Ja, und zwar geht es hier halt darum, ja, so ein kleines Pizza-Optionsfeld zu coden, ja, also Schwerpunkt in Visual Studio Code Frontend-Entwicklung, das heißt HTML, CSS, JavaScript, aber so kompliziert ist es gar nicht. Das ist eine ganz einfache Übung. Wir können es auch noch mal hier kurz anschauen. Wer sich das andere Video noch nicht angeschaut hat, ja, ihr klickt hier einfach drauf, ja. Also von der Startseite praktisch, ja, gehe hier noch mal drauf und geht hier auf Alarmglocke. Status 1 ist aktiviert, das heißt, es gibt eben, ja, die erste Session, sage ich jetzt mal, und hier steht auch das Datum, ja, und hier könnt ihr dann draufklicken zur Codeaufgabe Session, ne? Und ihr seht schon, es wird eingeleitet mit den kleinen drei Smileys hier. Und ja, was ist denn eigentlich die Aufgabe? Ja, ihr könnt zu Hause ganz cool hier anfangen. Ja, ihr ladet zu Visual Studio Code euch runter. Ja, es ist auch eine Videobeschreibung hier drin und versucht sowas mal hier mal zu programmieren. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ja. Also so ein Optionsfeld, nichts Großes ist das, ja. Also wo der User einfach hergehen kann und zum Beispiel die Einstellung machen kann: Pizza Salami, Pizza Schinken, Pizza Vegetarisch und Pizza Hawaii. Ja. So soll das Ganze aufgebaut sein. Ja. Und so soll das auch in der Ausgabe angezeigt werden. Ja. Nun, wenn du noch nie was im Leben gemacht hast im Bereich Programmierung, kann es auch sein: Oh Gott, ich klicke hier besser mal wieder weg. Ja, das kann natürlich auch sein. Deshalb wurde hier ist ja, wenn man es ja nicht so schwer machen, sage ich jetzt mal, und ihr habt die Möglichkeit hier auch gleich die Lösung hier anzuschauen. Wo gibt es denn sowas? Ja? Und zwar, wenn es in der Schule auch immer so wäre, wäre es natürlich cool, wenn man die Lösung auch schon gleich präsentiert wird. Aber das wurde eben gemacht, um Leute eben, ja, die vielleicht keinen Ansatz finden, ja, die können sich einfach das Video hier angucken. Ja, ich klicke hier mal drauf, das ist unter Punkt 6 hier. Ja. Und da ist auch ein Screenshot, ja, wie der Code aussieht, und den Code einfach abschreiben und versuchen, das Ganze mal nachzubauen. Ja. So, es ist einfach eine ideale Übung für Leute, die noch nie irgendwie was mit Programmierung zu tun haben. Ja, wenn ihr ganz neu seid und noch nie was damit gemacht habt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und einfache Übung. Und ihr habt natürlich auch alles per Video nochmal. Also per Video könnt ihr es anschauen und ja, nachprogrammieren, sage ich jetzt mal. Ja. Also macht auf jeden Fall mit, wer Lust hat. Und sind so erste Schritte in die Frontend-Entwicklung. Ja. Also kann man so ein bisschen schauen, ja, wie verändert sich die Ausgabe im Code. Ja. Eine wichtige Sache ist natürlich noch, ja, wenn ihr draufklickt, ihr seht dann natürlich nur ja, kann man das Video dann sehen, ja. Und in Visual Studio Code gibt es so einen kleinen Trick, sage ich jetzt mal. Und zwar kann man da mit einem Ausrufezeichen, wenn ihr ein Ausrufezeichen eingibt und dann die Enter-Taste klickt, dann habt ihr ein komplettes HTML-Gerüst drin. Ja. Und zwar ist das auch hier, ja, gibt es auch ein Video, könnt ihr euch anschauen. Und ein weiteres Lernfeld ist eben, ja, wie funktioniert es mit dem Live-Server? Ja, das heißt, könnt dann eben gleich immer anschauen, ja, wie sieht das Ganze hier aus, was ich überhaupt programmiert habe. Ja, da könnt ihr den Live-Server, wie wird der installiert, ja, klickt ihr drauf und könnt euch dann das Video hier auch anschauen. Ja. Also so grob ist die ganze Geschichte, die erste Session, ja. Und wenn ihr sagt, ja, ich komme irgendwie überhaupt nicht klar, ich habe so viele Fragen, irgendwie klappt das alles nicht, dann kommt hier in die Facebook-Gruppe, ist ja auch verlinkt, ja. Und dort wird auch eben supported und auf eure Fragen kann hier eingegangen werden, ja. Also ganz, ganz cool und einfach. Und das Ganze läuft noch bis, ja, die ganze Woche eigentlich jetzt über, bis 7.11. Könnt ihr hier loslegen, sage ich jetzt mal, mit der ersten Smiley Coding Session. Ja.
Ja, ich hoffe, euch hat zuerst mal das Video hier gefallen, hier zum Thema, hier das kleine Studio mit der Leiter und so weiter. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne von Pizza esst. Ja? Und macht hier mal einfach mal mit bei der Pizza-Übung. Das ist eine gute Übung, in die Programmierung hier einzusteigen, ohne dass man große Vorkenntnisse haben muss. Ja? Selbst wenn du es erst abschreibst, den Code, und erstmal noch gar nicht so richtig verstehst. Ja, aber es ist so eine, ja, eine gute Übung einfach, um einzusteigen in die Frontend-Entwicklung. Ja, du kannst damit, ja, man kann so kleine Apps bauen oder Webseiten komplett coden. Ja. Wenn du da mehr Übungen haben willst, ja, dann gehst du natürlich hier, wer kennt ihr nicht, den Garten, den Programmiergarten, ja, und kannst dann hier auf Frontend-Entwicklung gehen. Ja, hier findest du auch nochmal, ja, wie lernt man HTML, wie lernt man CSS, also für das Styling, wie lernt man JavaScript, ja, und hier sind auch noch viele Übungen, ja, was du so machen kannst, ja. Das heißt, wenn dir die ganze Session hier gefällt, ja, kannst du dich weiterentwickeln. Ja. Fängst an mit HTML, lernst CSS und versuchst das Ganze praktisch auch umzusetzen. Ja. Eine gute Einsteigerübung ist auch diese hier, ja, das lila Fußballfeld. Hier hat nämlich der Programmierer geschlampt, sage ich mal, weil der hat in seinem Code ist er hergegangen und hat, ja, was hat er gemacht? Er hat so ein Fußballfeld statt grün, hat er das Fußballfeld lila eingefärbt, ja. Und du sollst hergehen und das Ganze hier so coden, dass das letztendlich, ja, dass das Feld natürlich grün ist, ja. Also ein toller Lerneffekt und, ja. Der Programmierer braucht ja deine Hilfe, also einfach mal ausprobieren. Hier hast du auch die Videos, wie das Ganze hier aussieht. Du siehst schon, hier ist das Fußballfeld, ja, Miss Lilla, wie kriegt man das grün, ja. Und hier hast du die komplette Anleitung, ja. Das ist auch eine coole Möglichkeit, hier einfach mal erste Schritte mit Visual Studio Code einzusteigen in die Frontend-Entwicklung, ja. Man kann einfach eine Menge damit machen, ja. Wenn du hier einigermaßen fit bist. Das war noch eine Möglichkeit, hier mit dem lila Fußballfeld hier zu starten. Und wenn du Fragen hast, dann geh in die Facebook-Gruppe und frag einfach nach und dann wird dir dort geholfen. So, das war's dann auch schon heute mal fürs Erste und ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen zum Thema Schülerprogrammierung und hier das kleine Studio einrichten und bleibt gerne dran bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, ihr kriegt hier immer bei News, werde ich ja auch immer die neuen Videos hier, die ich so mache, hier klicken, ja, oder wenn ihr hier auf Home geht, ja, auf Schulaufprogrammen findet ihr hier auch alle Videos immer, also diese ganzen Erklärvideos und so weiter, ja, klickt ihr hier drauf und habt hier auch, also Einführung für Studenten, wie man mit Visual Studio Code arbeitet und so weiter, das findet ihr alles immer hier ganz bequem auf der Startseite, ja. Also ganz einfach die ganze Sache und ja. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.